Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Fatburner Basic. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen heute so ein bisschen Fett verbrennen, Energie verbrauchen, Schritte machen und Muskeln trainieren zwischendurch. Denn die Muskeln sind ja unsere Verbrenner, die dann im Alltag oder auch beim Sport so richtig Energie benötigen. Und jetzt machen wir uns erstmal ein bisschen warm. Richtig auf, Brustbein anheben, Schultern zurückziehen. Ich mache uns Musik an und du darfst deine Füße schon mal abrollen. Fußspitze, Ferse. Mach so mit, wie es für dich okay ist. Jederzeit Pausen machen. Aber vielleicht ein bisschen in Bewegung bleiben, auch wenn du Pause machst. Ganz locker. Jetzt denk an deinen Bauchnabel, sanft Richtung Wirbelsäule ziehen. Denk an deine Größe, an die Aufrichtung. Dann gehst du, gehen, leise abrollen, Fußspitze, Ferse. Schau mal, ich nehme die Arme mit. Die Ellbogen immer so ein kleines bisschen hinter den Körper ziehen, dann merkst du gleich, dass du viel aufrechter gehst. Tippe nach vorne, einmal rechts, einmal links. Rechts tippt, linke Schulter. Links tippt, rechte Schulter. Klappt? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Versuch's. Gleich unser Gehirn wach machen. Rechte und linke Körperhälfte bewegen. Nimm jetzt deine Ellbogen nach hinten. Hoch. Und nochmal die Schultern. Und dann am Platz gehen. Ganz locker. Super. Ich würde sagen, wir starten, oder? Wir walken immer und werden dann, ich mache Pieps, starte an, walken 45 Sekunden. Und dann kommen die Kräftigungsübungen, die ich vorher erwähnt habe. Also beim Walken bewusst die Arme mitnehmen. 45 Sekunden walken und 45 Sekunden dann die Übung. So, jetzt kommt die erste Übung. Stell dich auf ein Bein, Fußspitzen nach vorne, ein Arm zur Seite, anderes Bein zur Seite. Du kannst immer unten auftippen, kraftvoll Arm, kraftvoll Bein. Becken ist ganz ruhig und stabil. Beinkraft im Standbein, natürlich auch Schultern und Gesäß, Oberschenkel, Außenseite. Merk dir die Seite, wir machen nämlich dann gleich auch die andere Seite. Und, es wird heißer. Walken, aber es darf ja auch wärmer werden. Wenn es warm wird in den Muskeln, dann wissen wir, dass wir trainieren. Fühlt sich jetzt komisch an, oder? Dein Puls darf hier beim Gehen ruhig so ein bisschen nach oben gehen. So, unsere zweite Seite startet gleich. Das heißt, auf ein Bein,
Hier einstützen, kraftvoll zur Seite, Bein auch. Hoch, ab. Genau. Bis maximal zur Schulter. Wirklich mit richtig Kraft. Das Knie ist gebeugt. Das Knie ruhig strecken. Wenn du wackelst, macht nichts. Dann trainierst du deine Balance. Die 5 Sekunden noch. Und walken. Super. Gehen, gehen. So, die 15 Sekunden noch walken. Du kannst übrigens auch immer so ein bisschen im Zimmer rumwalken. Nur aufpassen, dass keine Stolperfallen irgendwo rumliegen. Aber in 3 Sekunden wieder bei mir sein. Dann rollst du jetzt deine Füße ab. Fußspitze, Ferse, die Arme seit, Schultern tief und kleine Kreise nach vorne. Für noch schon schönere Schultern nochmal und Rumpfkraft, die ist da auch dabei. Spannung. Immer noch. Der Nacken ist ganz lang. Und nochmal walken, super. Vielleicht im Zimmer rum. Denk an deine Aufrichtung. Jetzt kommt gleich eine Runde Kräftigung. Dazu hüftbreit aufstellen, Oberschenkel parallel zueinander. Und jetzt senkst du dein Gesäß nach hinten, die Arme rücken nach vorne, drückst dich wieder hoch. Vielleicht in die waagrechten. Wichtiger ist aber Rücken gerade und du sollst dich wohlfühlen. Nochmal. Gern auch in deinem Tempo. So ein bisschen das Gefühl haben, dass dein Gesäß dein Aufzug ist. Anspannen, wieder tief. Okay, schon vorbei. Puh. Beine und Gesäß sind natürlich große Muskeln. Gesäß ist unser größter Muskel. Nebenbei, was ist unser stärkster Muskel? Der Kaumuskel, genau. Den trainieren wir täglich öfters. So, jetzt geh weiter. Vielleicht die Knie höher ziehen. Nächste Runde Kräftigung. Mach erstmal einen Schritt rechts, links. Arme in die Waagrechte und die Unterarme ganz kraftvoll. Beugen, strecken, Bizeps, Nacken entspannen und richtig fest die Arme anspannen. Immer nach. Thank you.
noch mehr. Spürst bestimmt deine Körperspannung im ganzen Oberkörper, oder? Und walken, super. Arme wieder lockern. Puls wieder etwas nach oben. Immer nach. Bereit? Dann kommst du jetzt schon mal ein Bein nach vorne, tief anbeugen und das andere Bein tippt und geht zurück. Gerne auch ein bisschen schneller. Das vordere ist ganz ruhig. Rücken gerade, spür das Bein. Knie ganz stabil. Da können 45 Sekunden lang werden. Ran und weg. Gehen. Oh. Merkt ihr das Bein, dass wir gleich die andere Seite machen? Würde man sowieso, oder? Wenn du das Gefühl hast, dir wird zu viel, mach die Bewegung kleiner. Trink auch einen Schluck zwischendurch vielleicht und setz dann einfach wieder ins Training ein. So, gleich noch die andere Seite. Okay, dreh dich schon mal zur Seite, nimm das andere Bein jetzt nach vorne, lass es gebeugt und das Bein tippst du ran und gerne schneller. Ruhig, ganz ruhig, kontrolliert. Immer noch. Puh, bei mir wird es auch schon warm. Noch 3 Sekunden. Walken. Auslockern. Nur noch eine Übung von unserer ersten Runde. Wenn du Lust hast, machst du gleich noch eine mit. Und wenn du das Gefühl hast, es ist für dich heute ausreichend oder du hast gar nicht mehr Zeit, dann geh vor bis zum Stretching. Aber jetzt noch eine Übung. So, Oberkörper wieder ein Stück nach vorne. Jetzt machen wir einen Schritt nach hinten. Tap rechts, tap links. Genau, Oberarme sind auch ganz weit oben und ganz kraftvoll deine Unterarme nach hinten wegstrecken. So richtig kraftvoll. Genau. Das ist der Trizeps. Schultern zurückziehen. Ganz fest anspannen. Hand zur Faust ballen. Letzten Sekunden. Und gehen. Oh. 2. Runde. Bereit? Du kannst entweder gehen. Vielleicht scrollst du hier nach vorne zu unserem Stretching. Oder wenn du die 2. Runde mitmachst und Lust hast, dann kommst du in ein
Rennen auf dem Mittelfuß vorne. Also mach mal so ganz kleine Trippelbewegung. Jederzeit eine zweite Runde walken. Entscheide du. So, dann kommt unsere erste Kräftigung. Auf ein Bein stellen, den Arm seitlich hoch. Und wenn du möchtest, das Bein in der Luft oder immer wieder unten tippen. In der Luft ist schon nochmal herausfordernd, oder? Die Balance. Wirklich mit viel Kraft arbeiten. Gleich. Wir machen übrigens nur 2 Runden, wenn du jetzt noch dabei bist. Respekt. So, gehen oder trippeln. Aber immer an die Aufrichtung denken. Nase ein, Mund ausatmen. Zweites Bein. Noch 4 Sekunden und lockern, hoch, vielleicht tippen oder immer in der Luft bleiben. Du könntest dich auch festhalten irgendwo. Und entweder trippeln oder gehen. Ich gehe jetzt mal wieder eine Runde mit dir, wenn du gehst. Du kannst gerne Gas geben. Du kannst ja schon überlegen, was die nächste Übung war. Da haben wir nochmal was für die Schultern gemacht und für unsere Körpermittenstabilität. Vielleicht bist du noch im Trippeln. So, dann Füße abrollen. Arme seit. Und jetzt kreist aber nach hinten. Kleine Kreise zurück. Fest anspannen die Arme. Immer nach. Wenn du merkst, der Nacken verspannt sich, dann lass die Arme nochmal locker. Und wenn du willst, locker aus. Trippelst du? Vielleicht willst du mit mir gehen. Dann die Arme rück mehr mitnehmen. Bewusster mitnehmen. Aufrichten. Und dann kommt nächste Runde Beine
hüftbreit stehen, runter und hoch, Gesäß aktiv. Oberschenkel parallel zueinander. Genau, in deinem Tempo. Denk wieder daran, der Aufzug ist dein Po, der dich nach oben drückt. Rücken bleibt gerade. 20 Sekunden noch. Tief und wieder hoch. 15 Sekunden. Weit nach unten. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Nochmal. Und wieder gehen oder trippeln. Vielleicht trippelst du ja. Ich trippel mal wieder eine Runde mit. Darfst natürlich beim Gehen bleiben. Aufrichten. Auf den Mittelfuß. Als nächstes kommt ein Schritt, genau. Arme zur Seite, richtig kraftvoll jetzt. Beugen und strecken. Bizeps. Hol dir Körperspannung fest. Noch mehr. Wirklich der Endspurt. Dann haben wir noch drei. Geht noch bei dir? Fünf Sekunden. Und gehen oder trippeln. Super. Sekunden. Haben wir noch was für die Beine? Knackige Beine, knackiger Po. Und ein Bein stabil, anderes Bein geht ran und weg. Du kannst auch schneller die Bewegung machen. Ganz ruhig vorne, ganz stabil. Da merkt man schon, dass man eine Runde geschafft hat vorher, oder? Die Muskeln schon ein bisschen müde sind. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und gehen oder trippeln. Aufgerichtet im Oberkörper. Puh, 15 Sekunden. Zehn, neun. Und locker andere Seite. Wieder tief anbeugen. Und entweder ganz ruhig, ganz langsam das Bein. Oder tippen, tippen. Tippen etwas schneller. Und dann noch eine Runde.
Durchhalten noch 5 Sekunden. Und so, jetzt darfst du natürlich alles geben, wenn du willst. Das letzte Mal walken oder trippeln. Komm, komm, komm. Denk nachher ans Trinken, auf jeden Fall. Und vielleicht denkst du auch daran, nachher nicht unbedingt sofort irgendwelche Kohlenhydrate zu essen. Also kein Obst, kein Brot, keine Nudeln, kein Reis. Dann verbrennst du noch weiter Fette. So eine Stunde nachher oder so, nicht unbedingt gleich Kohlenhydrate. Und letzte Übung. Du tippst Rück, Oberkörper vor, Oberarme stabil, kraftvoll die Unterarme strecken. Ganz fest. Unsere Oberarmmuskulatur, die Winkearme sozusagen. Sekunden. Komm, komm, komm. Und geschafft. Locker lassen. Arme ausschütteln. Respekt, wirklich. Kann stolz sein. Atme ganz tief ein durch die Nase und aus durch den Mund. Ein und aus. Ein. Bleib oben, streck dich ganz lang, mach mal langsam rückziehen, langziehen. Komm schon ein bisschen zur Seite, Arme auslockern und die Ferse tippt, Ferse. Super. Jetzt gehst du mit dem Oberkörper ein bisschen nach vorne. Stütze dich ruhig auf, halte ein Bein, stopp, streck das Knie und komm so tief, dass du die Dehnung hier in der Rückseite wahrnimmst. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Dann langsam nochmal aufrichten. Lockern. Anderes Bein nach vorne. Fußspitze anziehen. Und vielleicht so ein bisschen tiefer gehen, bis du die Dehnung in der Rückseite wirklich spürst. Vielleicht noch ein Stück tiefer. Ganz gerade. Aufrichten, Hände hinten fassen, Brustbein heben, Schultern zurück, Arme nach oben, Knie durchlässig. Genau. Puh. Einatmen, langziehen, rechten Arm beugen, mit der rechten oder linken Hand fassen. Und wenn du kannst, rechtes Bein zurückstellen und dann zieh dich da so ein bisschen zur Seite. Spüre die Dehnung in der Seite und im Trizeps. Seite wechseln. Hinten den Arm. Kreuzen. Ein bisschen zur Seite ziehen. Wenn es dir gefallen hat, es gibt eine ganze Playlist mit Anfänger- oder Einsteiger-Videos. Schau einfach mal rein. Es gibt auch Physiofit, es gibt Wirbelsäule, Senioren. Kurze, lange Workouts, also was du gerade suchst, vielleicht findest du es. Löse auf, die Schultern ganz locker. Atme nochmal ein, Arme öffnen, Ellbogen zurück, ein Bein zurück, ganz weit, vielleicht nochmal weiter. Auch hier die Dehnung, Hüftbeuger, Oberschenkel, vorne beugen, hinten strecken. Locker,
Andere Seite. Fußspitzen in eine Richtung, vorne beugen, hinten strecken. Langsam wieder lösen, locker lassen und nochmal einatmen. Recken und mit dem Ausatmen entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Super. Wenn es dir gefallen hat, natürlich freue ich mich riesig über ein Gefällt mir und über einen netten Kommentar. Wenn du Lust hast, dann könntest du meine Arbeit auch wertschätzen. Vielen, vielen Dank auch an die, die das bereits tun. Der Link wäre da unten, da steht deine Unterstützung. Wenn du draufklickst, kannst du auswählen, mit wie vielem Monat du das gerne machen möchtest. 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, was es dir wert ist, auf jeden Fall danke. Wenn du willst, empfehle mich weiter, leite das Video an jemanden, der sie auch bewegen möchte. Und klar freue ich mich, wenn wir uns ganz einfach so beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!